Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei einem neuen Video von ihrem 93-Show. Und heute spielen wir mal eine Runde Dungeon Land. Das spiele ich aber nicht alleine. Heute sind an meiner Seite, zu meiner Linken, der Orange Twang LP. Bist du anwesend? Bitte mal antworten. Ja, sicher, hallo. Da, gleich die Trommelfämmer wegballert. Und zu meiner Rechten befindet sich E3000. Bist du auch anwesend? Bitte melde dich. Ja, hallo. Guten Tag. Ja. Guten Tag, so. Also, Dungeon Land, was ist es denn für ein Spiel? Möchtest du das mal kurz erklären? E3000, du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht. Ja, also Dungeon Land ist eigentlich wie die ganz normalen anderen Rollenspiele auch, wo man eben einen Charakter hat, den man dann ausrüsten kann. Nur einer der besonderen Sachen an dem Spiel ist, dass ihr seht zum Beispiel mich nicht bei den Charakteren. Das liegt daran, dass ich der Dungeon Master bin. Der Dungeon Maestro. Maestro ist was anderes. Maestro. Okay, ich bin der Dungeon Maestro. Das ist nämlich der, wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, der die Monster, die in dem Dungeon vorkommen oder die Fallen, beschwört und somit eben den Helden das Leben zur Hölle macht. Am Ende werde ich sogar, falls unsere Helden es soweit schaffen, sogar den Boss steuern, der sie dann hoffentlich vernichten wird. Genau, wir können bei diesem Spiel dann drei Klassen wählen, wie es typisch ist bei Rollenspielen, den Krieger, den Schurken und den Magier. Der Orange Strangle hat sich für den Krieger entschieden. Ich bin der hinterhältige Schurke. Ich bin jetzt bereit. Legen wir mal los. Der dritte Mitspieler, der ist ein Bot. Alles klar. Und das Spiel lädt natürlich, wie es auch immer laden muss. Und ja, ich... auch gut. Ladebildschirm. Auf Host warten. Ja, auch bei mir auch. Wir müssen auf dich warten. Ich bin ich. Tut mir leid. Tut mir leid, ich eile ja schon, ich fliege. Der E3000, ich und ich haben das schon mal ein bisschen gespielt. Der Orange Twanger spielt das zum ersten Mal. So. Aha. Hip. Weißt du schon, wie die Steuerung geht? Jo. Ja, gut. Alles klar, Vorsicht, Bomben fallen. Naja, die kann ja der Magier. Genau, ich kann auch die Monster selber steuern. Das erkennt ihr mal daran an den schönen Mützen, die Monster. Ja, der hat dann diesen Clownshut auf. Diese Alter! Hehe, los, frissen! Auf die Messer! So, das kann ich auch besser. Ja, der kann durch. Wow, was soll denn das Feuer da? Boah, ich muss mal ganz kurz. Was ist da über meinem Kopf? Was ist denn das denn? Warte. Was ist das? Hilfe! What the hell? Was mache ich da? Ja. Oh, du bist so böse, weißt du das? Na warte, oh, Bogenschützen, die hasse ich. Die sind ganz cool. Besonders in Gruppen schießen sie dann gleichzeitig. Also durch das Feuer würde ich erstmal nicht gehen, auch wenn du ein Drache bist. Vorsicht. Ich höre Enten sterben. Warte, warst du. Hey, ich bin... Shovo am Boden. Shovo am Boden. F, du musst zu deinem Kumpel hingehen und F drücken. Oh, ihr seid beide tot. Das Hilfe! Magier! Bewegt deine fetten... Na toll, der Magier hat seine fetten Beine nicht bewegt. Ja, das wusste ich jetzt nicht wegen F. Ja, das wusste ich auch nicht. Na warte, ich hab ne Bombe! Ich hab ne Bombe und die benutze ich auch. Tipp, wenn ihr euren Kumpel wiederbelebt, habt ihr gleich die erste Runde verloren. Ja. Na toll. Ja, wo ist der Magier? Nein! Oh, verdammt. Wenn einer von uns dreien tot ist, dann ist die Runde vorbei. Nein. Boah, ich muss unbedingt mal die Lautstärke runterpegeln. Ja, bei mir habe ich schon eingestellt. Du hast gerade was Falsches gesagt, tut mir leid. Ihr müsst bitte mal alle auf Ready gehen, das Spiel geht nicht weiter, ich möchte nur die Schwierigkeit runterstellen. Also, und zwar... Ich glaube, ihr müsst auf neue Karten drücken, wenn es da irgendwo bei euch steht. Und zwar? Bei mir steht jetzt nur beenden, fortfahren oder zur Lobby. Was soll ich da wählen? Ja. 1, 2 oder 3? Ich glaube zur Lobby. Zur Lobby. Okay. Ja, okay. Ja, zur Lobby. neue Karte, neues Glück. Exakt. Ich wollte nämlich euch nur noch schnell sagen, was nämlich ein bisschen falsch erklärt. Und zwar, komplettes Team hat insgesamt 3 oder mal mehr, mal weniger Leben. 5, glaube ich. Nee, eben gerade hatte ich zum Beispiel nur 2. Also. Und dann eben, ach, wenn einer von euch die 10 Sekunden abgelaufen sind, verliert ihr eben ein Leben. So lange, bis ihr keins mehr habt und dann habt ihr verloren. Oh mein Gott, ich hab gerade wieder vergessen, ich nehme mit Webcam auf. Hallo, alle Leben, hallo. Ja,
Die können jetzt auch schon meine neue Mütze sehen, die könnt ihr dann auch genießen. Ich will sie mir auch angucken. Das Video wird dann, das wirst du in einem Abendvideo sehen, aber dieses Video wird voraussichtlich am 5. Dezember dann erscheinen. Sehr leicht, ja. Hört gut. Ihr die Frische? Ja, sehr leicht, das glaube ich. Du sehr leicht. Ich höre die Frische? Nein, ich rieche die Frische. Also, wollen wir weitermachen? Ja, bestätigen, ich bin bereit. Ich bin bereit. Lukas, willst du jetzt mal gehen? Bereit! Oder? Nein. Deswegen, ich wollte dich darauf hinweisen. Den Bot kann man nicht umstellen, okay. Dann bereit? Doch, kann man. Na doch, dann machen wir doch mal einen Mage. Dann haben wir alle drei mal, jetzt können wir jeden in Action sehen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Jo. Diesmal auf normal anstatt schwer. Also diesmal nehmt ihr 50% weniger Schaden. Okay. Von der Zeit her, der Part wird vielleicht, sagen wir mal, 20 bis 30 Minuten vielleicht lang. Einfach mal sehen, 30 Minuten wäre ganz gut. So als erst, die ersten Parts sind ja immer meistens. Naja, ich wollte ja vielleicht einen One-Off machen, um erstmal zu sehen, wie reagieren meine Zuschauer drauf. Und wenn die mehr sehen wollen, dann können die das sagen. Okay? Okay, dann werde ich einfach so viele Kommentare schreiben, bis wir mehr machen. Das ist ja aber nur von dir. Du bist ja ein Mitspieler. Wow, Bombe! Verdammt nochmal. Bist du schon im Kampf oder was? Da war eine Bombe. Er hatte eine Bombe platziert als Falle. Hier, du kannst auch diese Truhen kaputt machen, ja. Ah ja, money. Muss immer sein. Money. Wow, Vorsicht, Ninja-Sterne. Mit Säure. Wie wär's mit Messern? Ja, Marsch. Ein paar Messer hier im Bleib Nacken. Doch mal stehen, ey. Alter, jetzt hat die Hallo, ich bin eine Ratte. Ich muss wegrennen. Wo ist die Ratte? Wo ist die Ratte? Ihr habt mich gekillt. Alter, ich bin dauernd betäubt. Ha, Entenbraten, süß, sauer. Nam. Hey. Wir schmeißen Ach mit ja? Messern, nur ich schmeiße mit Messern. Nicht lustig, was ihr gerade mit ihm gemacht habt und wird euch jetzt einen wunderschönen Besuch abstatten. Oh, Hühnchen. Ach, wer hat mein Hühnchen gegessen? Nein, nur mal so eine Info. Vorsicht! Die Gesundheitsboosts gehen an alle. Ah, okay, danke. Los, greift ihr Ende mit dem komischen Hut an. Das ist ein... Hallo, das ist kein komischer Hut, das ist ein Dungeon. Das ist ein Frevel an die Modekunst. Aha. Jawohl! Go Monkeys! Go Go Power Monkeys! Ja, ich hab eine Horde Affen beschwört. Ach genau, nur mal so zur Info, jetzt habt ihr drei Leben, falls ihr es nicht bemerkt. Ja, dankeschön. Vorsicht, das sind Bomben, nicht gehen! Gar nicht! Was redest du da? Lass den Magier davor gehen. Alles klar. Vorsicht, geh weg! Jawohl! Und da ist noch eine außenrum, folge mir. Da sind noch mehr! Ja, komm hier. Ich belebe ihn wieder, du kümmerst dich um die Feinde. Oh, das würde ich jetzt aber gar nicht nennen. Jawoll! So. Alles klar? Komm, ja. Felix her. Mann, Mann. Alter, ich hab voll die Legs. Ja, schon wieder du. Weil mein PC einfach zu schlecht ist. So, Messer. Immer besser geht's mit dem Messer. Jetzt sind wir, nur mal so zur Info, wir sind jetzt voll. Was ist das? Was ist das über meinem Kopf? Was ist das? Das ist ein Geschütz, das deine Freunde abschießt. Ach, das ist also böse. Ja, das ist von mir. Alter, ich kriege gar nichts mehr hin, ey. Nur mal so eine Info. Na, warte. Da war gerade ein anderer menschlicher Mitspieler. Na, warte. Heute gibt's Scharf-Kebab. Kommt mal her, ich hab hier deine besten Freunde. Ah, und Skelettbogen. Mein Gesichtsausdruck muss jetzt sicher sehr intelligent aussehen. Komm mal her, los. Na warte. Hallo, wir laufen mehr Messer. Zu euch. Auf E kannst du deinen Trank verwenden, Lukas. Der gibt dir dann irgendeine besondere Fähigkeit. Ich kann zum Beispiel dann Bomben schmeißen. Hier schneicht irgendwas. Und das ist ein Bogenschützen. Achso, ich hab so ein Schild. Das gibt dir wahrscheinlich... Das gibt dir mehr Verteidigung. Messer. Ding dong. Ding dong, die Post ist da. Das bin ich, aua. Jawohl, und Money. Mit dem Money können wir uns dann neue Waffen und so kaufen. Nein! Yo. Frostfalle! Hilfe! Ich hab dir da. Bam. Ich bin so cool für diese Welt. Wuppa. Alter, ich krieg erstmal dich auf die Fresse. Ausweichen. Bleib doch stehen! Jawoll. Und bisschen Money. Ich glaube, kann man sich auch heilen oder bekommt man das erst? Nein, nur zwischendurch kriegt man das. Oder wenn wir diese gelben Barrieren durchqueren, dann werden wir auch aufgefrischt. Ach so, okay. Hör auf zu lachen. Die sind grün, so by the way. Da war der Bär schon wieder. Der Pfeil zeigt uns die Richtung. Wir müssen wieder hier raus. Jo. Alles klar. Du spielst das mit Tastatur, ne? Nicht da lang. Ich spiele das mit andere Richtung.
Wo? Andere Richtung. Na, wo lang? Da lang, geradeaus. Wo lang? Ah, genau, hier. Da. Moment. Hier oh, ja. Spawner. Okay, was wird gespawnt? Hilfe! Lag! Vergiss den Lag, was ist mit den Skeletten? Du bist gleich leicht ein bisschen... Ja, da musst du mich wiederbeleben, da musst du Mund-zu-Mund-Beatmung machen, nur damit das klar ist. Wie wiederbeleben mit F? Ja, du musst... Du musst nah ran und dann F. Dann, no. Dann musst du... No, Bombe! Ich bin... Chovo am Boden, Chovo am Boden. Er macht schon, er macht schon. Ach so. Ach, dankeschön. Ja. Du bist mein Lebensretter. Warum können wir das Hühnchen hier nicht nehmen? Magst du eigentlich Enten? Nack, nack. Naja, nicht so. Nicht so mein Fall. Hilfe! Ja, ja, wir kommen. Das eine ist Mod. Hilfe. Alter, du doofe... Lol, hinten wow. Gegner. Hilfe, Hilfe. Oh. Wusstest du, dass ich mich eigentlich teleportieren kann, wenn ich der Dungeon Master als Ente bin? Ja. Yeah. Verdammt. Schuhe am Boden. Schuhe am Boden. Hilfe. Hilfe. Meine Ente macht Breakdance. Hilft der dir? Oder soll ich kommen? Ich glaube, ich bin tot. Also ich, mein Gesicht wird nämlich durch ein... Ich bin wiederbelebt. Jetzt haben wir aber nur einen Versuch weniger. Wo bist du? Ja. Ich. Hilfe. Super. Hier ja, unten. Bist du? Wir müssen hier unten weiter. Wir müssen alle Gegner töten. Bombe! Alter Vater. Friss Messer. Magst du meine Bomben nicht? Gefallen sie dir denn nicht, mein Freund? Na warte. Friss dies und das und jenes. Alter, so. So wird hier richtig massakriert. Bomb. Bam. Erstmal ordentlich an eingestellt. Lol. So, nimm die Bombe. Nimm die Bombe und feiert mit dieser Bombe. Ich werde mal das ganze Geld ab einsammeln, damit ihr es nicht mehr bekommt. Das war eine Bombe. Magst du eigentlich Ninja-Ratten? Ich mag da Ninja. Schaf, da ist ein Schaf. Töte das Schaf. Ah, aha. David spielt Lego Marvel Super Heroes. Ja, wurde mir auch gerade angezeigt. Super Heroes. Hä, wo müssen wir jetzt hin? Ah, Ratten. Erledige die miese Ratte. So, erledige sie. Erledige sie. Töte, 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 töte. Ey, ich sehe die nicht. Lol. Weil ich sie getötet habe. Haha. So, okay. Gut. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo ist der Weg? Brauchen wir ein Navi? Knäckebrot. Lecker Knäckebrot. Guck, hier wird unsere Gesundheit jetzt auch aufgefrischt. Und erstmal hier einen Bogen schützen. Bam, Junge. Was war das denn? Ach, das war meine Special Attack. Special Attack. Ultimate Defense. Ich muss dir mal was Wichtiges fragen, mal ehrlich. Was haltet ihr eigentlich von großen bösen Monstern? Davon tonnenweise? Ich würde mal sagen, Bombe ist meine Antwort. Ja, komm mal her. Hier, los, dann zeig mir doch deine Bombe. Wo bist du denn? Hier, ich komme in meine Affenarmee. Wo bist du? Oh. Erstmal eine Reihe. So. Wulfe! Nein, nicht die Bombe zurückschmeißen. Seid ihr blöde. Baboom hier. Affenarmee. Da, total leck hier, Alter, die blöden Affen. Am Lecken. Ja, das ist die blöde Affenarmee. Oh, Mann. Alter, ich muss hier weg. Ja, ja. Ja, der Magier belebt mich. Los, steh auf. Bam, bam, los, auf die Affenschnauze, auf die Affenschnauze. Alter. Oh mein Gott, so viele Affenkadaver. Ob ich heute Nacht noch schlafen kann? Kann er bisher sich mal verziehen? Das bin ich. Ja. Na, warte. Ich brauche Hilfe, sonst bin ich im Arsch. Wo bist du? Wo bist du? Hier oben. Komm. Nein! Jawoll. Boah. Da unten, da ist noch ein kleiner Affe. Nee, das ist ein Skelett. Jawoll. Wir haben es durch überstanden. Yay. Bobo, was hast du da auf deinem Kopf? Das sieht voll komisch aus und so. Nein, nein, geh weg. Schaut mir nicht in die Augen. Schaut mir nicht in die Augen. Bleibt weg von mir. Bleibt weg. Ich bin böse. Hättest du wohl gerne, wa? Alter, ich bin verflucht. Am Arsch. Richtig, okay. Dick am Arsch. Alles klar, ich bin wieder, ich bin wieder befreit. Ich bin rein. Ding dong. Aua. Na, warte. Aber du machst das auch die ganze Zeit, Aua. Also hier mal Feuer mit Feuer bekämpfen. Babam. Haha. Na, ich sehe schon, wo du bist. In meiner Schussrichtung. Hehe. Du bist ja nur noch Haut und Knochen. One up. Yes, wir haben einen. Yeah, ich hab den extra Versuch. Jawohl. Und ey, schnell, da liegt Data, Lukas, da liegt ein Hähnchen vor dir. Nein, Tür. Nimm nicht schnell. Das Hähnchen. Nimm nicht das Hähnchen, das war eine Falle. Nein, welches Magier Hähnchen? Da war eine Falle, der Dungeon Magist, du kannst auch falsches Essen hinlegen, das dann explodiert. Das ist stark so. Gewürzt, ja. Sagst du, kriegt man davon Durchfall?
Sozusagen, ja, also brennen durch. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja, nein, euer auf mich Kumpel, lenkt. Euer Magier hat euch geheilt. Oh, danke Magier, du alte Zaubersau, du. Nein, ich bin schon wieder eingefroren. Aber ich will dich nur aufhalten, es bringt mir nichts. Ich bin Mr. Coolio. Der heilt dich zwischendurch mal. Dankeschön. Ja, das ist, denn das macht euch unverwundbar, solange das macht. Ja, und wo müssen wir jetzt lang? Ah, da, okay. Einfach geradeaus, genau. Alles klar. Da, schon wieder ein Affe. Die Affen rasen durch den Wald, das es schneit viel, ist schweinekalt, die ganze Affenbande brüllt. Ja, was brüllt sie denn? Sie lacht eher wie ein... Wo müssen wir eigentlich hin? Also wenn die Affen, so brüllen, dann gehe ich gleich die andere Richtung. Ach so, genau da. Lang, einfach da lang, genau da. Da ist nichts Böses. Ja, ich spiele das nur in HD. Wie geil, so, Alter, liegen so ganz warm, viele leckere Hähnchen rum vor euch. Nimm nicht die Hähnchen, sind eine Lüge. Ich dachte, der Kuchen ist eine Lüge. Was hältst du eigentlich von diesem laserschießenden Vogel? Heiß. Hä? Seinen Kopf, du? Ich bin hier. Kann ich dir helfen? Nein, nicht das... Ich wollte das Hühnchen nicht. Dieses Hühnchen hat sich von mir angezogen gefühlt, weil ich so sexy bin. Vorsicht. Wow. Danke fürs Abfangen. Na, warte. Messer, Messer und noch mehr Messer. Messer sind offen, ey. Ja, genau. Wir sollen von denen abstammen. Pah. Bam, erstmal eine reinrücken. Nein! Oh, oh. Na, warte. Erledigt die Monsterente. Komm her. Wo bist du denn? Zieh ich über? Das sind Fallen. Das sind Fallen da unten. Ja, das sind ganz Ah, danke für die Heilung, Kumpel. Nein! Aua! Was soll das grüne Schaf? Ah, geh hier rein, das heilt dich. Hey, wer schießt auf mich, wenn ich mich heile? Das ist doch nicht... Nein, weg, 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 ich muss weg. Ich habe wieder diesen... Was ist das überhaupt? Ich keine Ahnung, was das ist. Dieses klubschäugige Wasservieh. Ding dong. Erstmal schön betäuben und eine reindrücken. Ja, genau, danke. So. Warte, nur noch, bis meine Mana voll ist, dann bekommt ihr ein sexy Geschenk. Sexy Geschenk. Dankeschön. Alles klar. Wartet, bis der Mana dran ist. Och, wie süß. Och, wie süß, das Mana ist es dann eine Frau. Oh, guck mal da, ein gelbes Schaf. Bam. Och, es rollt sich. Guck mal, ach, wie süß. Ich kann es nicht töten. Wo bist du? Ach, da oben. Ich bin beim... Achtung. Hier kommt irgendwas. Bug. Auf Host warten, was ist denn jetzt los? Der Bildschirm wurde schwarz. Alles gut. Ihr seid beim Boss. Oh, wir sind beim Boss. Hey! The Lumber Tree! Ja! Bombe! Was hältst du von Bombe! Dem Mann? Bombe! Du bist eine Bombe! Wow, was war das denn? Ach du liebes bisschen! Noch mehr Bomben! Ach du liebes bisschen, hier fliegen die Äxte nur so rum! Ah. Au, Hilfe! Verdammt nochmal! Wenn ich eine Axt will, dann gehe ich zum Baumarkt! Ausweichen. Mit der Leertaste kannst du ausweichen. Weiß? Ja, denke ich. Einfach weiter, einfach. Mann, was soll der Wind? Der hat ja Verdauungsprobleme allererster Güte. Ja, Ultra-Attacke. Na warte, dich machen wir fertig. Wow, 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 wow. Chill down your life. Alles klar. Oh, Vorsicht. Äxte überall. Den kriegen wir locker hin. Komm schon, ja. Das ist die richtige Einstellung. Sorgen. Alter, warum auf mich? Hast du einen Schaden? Warum als Höhen meiner Nähe steht? Weil du so gut aussehen bist. Hey, hör auf! Wurz mit Axt. Schlechte Kombination. Wow, 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 wow. Ich darf bloß nicht aus dem Bildschirm wieder drücken. Okay, Vorsicht. Wo ist die Schabernacke? So ein bisschen Healing wäre geil. Komm. Das wäre aber. Ah, ja, sicher. Kann dir Schaden anbieten, das ist auch okay. Na toll, ich habe wieder aus dem Bildschirm gedrückt. Verdammt nochmal. Was soll das? Alter, verdammt. Na, wir zum. Warum drücke ich mal aus dem Bildschirm? Verdammt nochmal. Ich sollte den Bildschirm größer machen, aber das ist nicht gut für die Aufnahme. Ich bin sofort tot. Wo bist du? Wo bist du? Ich helfe dir. Ah, dieser blöde Wind. Wurde gerade ein Stück geheilt.
Ich glaube, unser Magier ist tot. Ah. Komm, nein, lass mich doch dahin! Ich versuche ihn aufzuhalten. Ja, ich versuch's. Der Magier ist wieder da, aber er hat uns unseren letzten. wenn Chovo jetzt stirbt, habt ihr verloren. Hä, Chovo? Ich bin noch gar nicht tot. Ich meine. Nein! Ja. Nein! Nein! Oh, Alter. Komm schon! Alter, das war so knapp! Aber ich muss euch sagen, ihr habt euch wirklich gut geschlagen. Ja, und ich stolz auf euch. Und ich würde sagen, für das erste Video, wir haben jetzt 20 Minuten. Du bist mein Lieblingsopfer. Ach, da bin ich aber gerührt. Oh. Ich schaue gerade in die Kamera und deshalb sehen die meinen Gesichtsausdruck. Ich hab am meisten Kills. Und ich habe einen Elite-Kill. Nee, du hast einen Elite-Kill. Ich hab Gold. Nein, auch nicht viel. Du hast am meisten Schaden gemacht, Chubo. Ah ja. Ich war am meisten besessen. Ja, meisten besessen. Nein, du wurdest am meisten von den Besessenen, also von mir Besessenen, angegriffen. Ach so, deshalb. Gut, also das war jetzt der erste Part. Es gab 21 Minuten. Ich denke, wir machen nochmal ein Video, oder? Ja, sicher. Sicher, also dann würde ich sagen, hier beenden wir erstmal den ersten Part, meine Damen und Herren. Falls es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie uns das bitte wissen und wir sehen uns bei der Fortsetzung bei Dungeonland mit Ihrem 93 Chovo und... Owen Dragon LP. Und? Mit mir, E3000. Genau, also tschüss and goodbye. Tschüss. Du auch noch, Lukas? Ja, tschüss. Tschüss.